Dieses Webinar stellt die Ergebnisse des Projekts Magic Landscapes vor. Magic Landscapes steht für Management der grünen Infrastruktur in mitteleuropäischen Landschaften. Das Projekt wurde im Rahmen des Interreg Central Europe Programms von Juli 2017 bis Juni 2020 umgesetzt und vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Die in diesem Webinar vorgestellten Publikationen befähigen regionale Akteure im urbanen, periurbanen und ländlichen Raum, das Konzept der grünen Infrastruktur zu verstehen, deren Funktionen und Landschaftsdienstleistungen zu bewerten und auf dieser Grundlage neue Grünelemente zu planen und zu realisieren. Die in diesem Webinar vorgestellten Ergebnisse sind Entscheidungshilfen für die Planung und dienen zur Umsetzung zukünftiger Investitionen in grüne Infrastruktur. Ziel des Projekts war, das Bewusstsein für den multifunktionalen Planungsansatz der grünen Infrastruktur zu erhöhen. Die Anwendung des gleichnamigen Konzepts bei Entscheidungen in Politik und Planung soll gefördert werden. 10 Projektpartner aus 5 EU-Ländern, nämlich Deutschland, Italien, Österreich, Polen und Tschechien, entwickelten Instrumente zur Analyse und Bewertung grüner Infrastruktur, ihrer räumlichen Verteilung, Funktionen und Landschaftsleistungen im transnationalen Kontext und in neuen Projektregionen. Dabei wurden die Partner von über 40 assoziierten Institutionen aus verschiedenen Bereichen unterstützt, indem sie Bedarfe und Möglichkeiten für die Umsetzung grüner Infrastruktur auf EU-, nationaler und regionaler Ebene beitrugen. 3 der insgesamt 9 Projektregionen sind Nationalparks: der Nationalpark Thayertal in Österreich an der Grenze zu Tschechien und die Nationalparks Riesengebirge in Polen sowie Tschechien untersuchen das bestehende Netzwerk der grünen Infrastruktur im Schutzgebiet selbst und in seiner unmittelbaren Umgebung. Die Metropolregion Turin möchte ihre urbane und periurbane grüne Infrastruktur mit der im Südosten angrenzenden Hügellandschaft um die Stadt Chieri besser vernetzen. Weitere Projektregionen befinden sich in der oberen Po-Ebene im Piemont mit ihren ausgedehnten Reisfeldern, am Übergang zwischen Wald- und Weinviertel in Niederösterreich und in der südmährischen Region um die Stadt Kiew. Die deutschen Projektregionen befinden sich im Dreiländereck Deutschland, Tschechien, Polen und im Naturpark Dübener Heide. Die Europäische Kommission definiert grüne Infrastruktur als ein strategisch geplantes Netzwerk von natürlichen und naturnahen Flächen mit unterschiedlichen Umweltmerkmalen, die gestaltet und gepflegt werden, um eine breite Palette von Ökosystemleistungen und Funktionen wie Wasserreinigung, Luftqualität, Raum für Erholung sowie Minderung und Anpassung an den Klimawandel zu erbringen. Dieses Netzwerk von grünen und blauen Flächen kann die Umweltbedingungen und damit die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen verbessern. Es unterstützt die Green Economy, schafft Arbeitsplätze und erhöht die biologische Vielfalt. Das Netzwerk grüner und blauer Infrastruktur kann viele Formen annehmen. Sie reichen von grünen Fassaden und Dächern über öffentliche Parks und Sportplätze bis hin zu naturnahen Elementen wie Wälder, Wiesen und Flüsse. Jedes Element hat unterschiedliche ökologische Funktionen und wird dementsprechend genutzt und gepflegt. Grüne Infrastruktur ist ein Netzwerk von Parks, Gärten, Überschwemmungsgebieten, Bächen, Wäldern und Heckenstrukturen in städtischen und ländlichen Gebieten. Sie muss zusammen mit grauer Infrastruktur wie Verkehrsflächen, Wohn- und Gewerbegebieten geplant werden. Das zugrunde liegende Konzept ist sektorübergreifend. Alle Politikbereiche wie Gesundheit und Bildung, Energie und Verkehr, aber auch Wirtschaft und Umwelt können von der Schaffung grüner Elemente profitieren. Grüne Infrastruktur ist multifunktional und bietet vielfältige Vorteile. Die Schaffung eines Grünstreifens entlang eines Baches verbessert nicht nur die Lebensräume der dort lebenden Arten, auch die Aufenthalts- und Erholungsqualität für die Menschen wird verbessert, die neu gepflanzten Bäume und Sträucher binden CO2 und können als potenzielle Energie- und Rohstofflieferanten dienen. Darüber hinaus kann die neue Grünfläche als Ort der Bildung für nachhaltige Entwicklung genutzt werden. Elemente grüner Infrastruktur auf landwirtschaftlichen Flächen helfen gegen die Austrocknung und Abtragung des Bodens. Das erste Arbeitspaket des Projekts bietet den Rahmen für die Analyse und Bewertung von grüner Infrastruktur. Ergebnisse sind ein Handbuch zum konzeptionellen und theoretischen Hintergrund und zur Definition der wichtigsten Begriffe sowie ihren Manual für die räumliche Analyse und Kartierung grüner Infrastruktur. Anna liebt die Natur in ihrer Stadt und will sie verbessern.
Sie möchte mit dem Bürgermeister darüber sprechen. In seinem Büro findet sie ihn schlecht gelaunt. Zusammen mit seinen Kollegen beschwert er sich über brachliegende Grünflächen, zu viel Verkehr und steigende Luftverschmutzung. Anna stellt den Ansatz der grünen Infrastruktur und seine Vorteile für die Lebensqualität und Biodiversität vor. Wie wäre es mit der Anlage eines Parks am Fluss, Wildblumenstreifen entlang der Straßen, einem Garten für die Volksschule oder begrünten Dächern auf öffentlichen Gebäuden? Das erste Handbuch stellt grüne Infrastruktur in Beziehung zu europäischen, nationalen und regionalen Politiken. Darüber hinaus zeigt es die räumlichen Bedürfnisse für einen Ansatz grüner Infrastruktur und seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in Europa und darüber hinaus. Es wird deutlich, dass mit diesem Ansatz gemeinsame räumliche Herausforderungen angegangen werden können. Das Buch stellt 9 Projektregionen vor, in denen die Partner im Dialog mit regionalen Akteuren Feedback zu den aktuellen Bedürfnissen nach grüner Infrastruktur einholen sowie Ansatzpunkte für deren Bewertung ermitteln konnten. Das Handbuch bietet praktische Informationen aufgrund einer umfassenden Literatur- und Gesetzesrecherche sowie die Erfahrungen von Menschen aus den beteiligten Regionen. Das zweite Handbuch bietet eine methodische Anleitung zur transnationalen Bewertung grüner Infrastruktur und zur Erstellung von thematischen Karten. Verfügbare Daten, zum Beispiel des Europäischen Copernicus-Programms, werden hinsichtlich ihrer Eignung für die Bewertung überprüft. Die Publikation beinhaltet außerdem die Ergebnisse der Kartierung grüner Infrastruktur in den 9 Projektregionen. Darüber hinaus beinhaltet das Handbuch eine Karte mit einer einheitlichen Klassifikation grüner Infrastruktur für den Central European Programmraum sowie regionale Karten für alle Projektregionen. Die klassifizierten Elemente der transnationalen Daten waren teilweise ungenau und die räumliche Auflösung relativ gering. Deshalb zeigt das Handbuch auch in Form von Beispielen aus den Projektregionen, wie nationale und regionale Karten unter Verwendung detaillierter Daten, zum Beispiel Biotopdaten, verfeinert werden können. Das Handbuch ist ein nützliches Instrument für Akteure, die sich mit der Kartierung grüner Infrastruktur befassen möchten. Die enthaltenen Karten bieten eine fundierte Grundlage für weitere Analysen, zum Beispiel zur Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen, zur Biotopvernetzung und für Funktionalität. Die transnationale Karte enthält eine einheitliche Klassifikation der Elemente grüner Infrastruktur des Central Europe Programmraumes. Sie zeigt auch Grünflächen wie Sport- und Freizeitanlagen oder Weinberge, die in manchen Ländern nur teilweise als grüne Infrastruktur definiert werden. Das Handbuch zur transnationalen Bewertung grüner Infrastruktur enthält weitere Karten von Grünräumen in den 9 Projektregionen. Die Karten visualisieren sowohl die Landbedeckung basierend auf europäischen Korean Landcover Daten als auch regionale Biotopausstattung und die Landnutzung. Das Handbuch stellt die Basisdaten für die regionale Bewertung grüner Infrastruktur zur Verfügung. Regionale Akteure können die Karten im PDF-Format für das zukünftige Landschaftsmanagement und für die fundierte Planung von Investitionen in grüne Infrastruktur nutzen. Die Verteilung von grüner Infrastruktur im östlichen Waldviertel und westlichen Weinviertel ist sehr unterschiedlich. Die vorherrschenden Waldflächen des Waldviertels mit Buchen- und Eichenbeständen, aber auch Fichtenforsten, werden durch den dominanten, intensiven und strukturarmen Ackerbau im Weinviertel abgelöst. Hier treten vor allem die kleinstrukturierten Weinbaukomplexlandschaften als wichtige Elemente der lokalen grünen Infrastruktur in den Vordergrund. Trockenrasen, Halbtrockenrasen und Wiesen sind mosaikartig als Reste ehemaliger großflächiger Hutweiden in dieser Komplexlandschaft verteilt und zählen zu den artenreichsten Lebensräumen der Region. Das Netzwerk grüner Infrastruktur im östlichen Waldviertel und westlichen Weinviertel umfasst zudem Grünflächen in den Siedlungen wie Parks, Gärten und Straßenbegleitflächen, aber auch Straßenbäume, begrünte Bahngleise bzw. Bahnbegleitflächen sowie grüne Innenhöfe. Mit einem Waldanteil von 91% ist der Nationalpark Theiertal ein Kerngebiet der regionalen grünen Infrastruktur. Die Region ist ein Hotspot der Biodiversität und beheimatet eine Vielzahl an seltenen Tier- und Pflanzenarten. Diese Artenvielfalt kann nur erhalten werden, wenn eine ausreichende Vernetzung geeigneter Lebensräume gegeben ist. Damit der Nationalpark zu keiner isolierten Schutzgebietsinsel wird, ist die Schaffung von mehr Elementen grüner Infrastruktur von großer Bedeutung. Dabei stellen vor allem schützenswerte Wald- und Wiesenflächen vereinzelt Unterbrechungen der monotonen landwirtschaftlichen Nutzfläche dar.
In Arbeitspaket 2 bewerten die Projektpartner die Funktionalität und die Ökosystemleistungen oder auch Landschaftsleistungen ausgewählter lokaler Elemente grüner Infrastruktur in den Projektregionen. Es wurde ein methodischer Leitfaden erstellt zur Bestimmung der Funktionalität eines Grünelements sowie regionale Karten der grünen Infrastruktur im Hinblick auf den Grad ihrer Vernetzung, Natürlichkeit und Landschaftsleistungen. Die Stadt hat bereits grüne und blaue Infrastruktur, wie den Fluss mit seinen grünen Wiesen. Hier ein Park, dort ein kleiner Wald. Doch dieser ist mehr isoliert als miteinander verbunden. Anna möchte multifunktionale und vernetzte Elemente wie Baumreihen, Blühstreifen, Teiche, urbane Gärten und Wälder schaffen. Dieses Netzwerk bietet den Menschen Begegnungsorte im Grünen und eine verbesserte Luftqualität. Es hilft bei der Speicherung des Regenwassers, kühlt den urbanen Raum in Hitzeperioden und erfüllt noch viele andere Funktionen und Dienstleistungen. Das Handbuch zur Bewertung der Funktionalität grüner Infrastruktur zeigt die Kategorisierung und Bewertung von Kernbereichen, Trittsteinen und Korridoren sowie die Bewertung der Landbedeckung im Hinblick auf potenzielle Landschaftsleistungen in den Projektregionen. Die Publikation enthält Karten, die die Funktionalität grüner Infrastruktur in ausgewählten Gebieten im Hinblick auf ihre landschaftsökologischen Funktionen veranschaulichen. Sie zeigen, wo zum Beispiel Funktionen wie Klimaregulierung, Bodenrückhalt, Lebensraum oder Erholung verbessert werden könnten, um einen größeren Nutzen zu erzielen. Die Karten sind wichtige Informationsquellen für die Entwicklung der regionalen Strategie und Aktionspläne für grüne Infrastruktur im Arbeitspaket 3. Das Handbuch stellt alle nötigen Informationen für eine fundierte Entscheidungsfindung in Planungsprozessen zur Verfügung. Es unterstützt die Nutzerin oder den Nutzer, die Funktionalität der Landnutzung bei der Entwicklung von Planungsrichtlinien zu erkennen und zu verstehen. Das Handbuch zur Bewertung der Funktionalität grüner Infrastruktur enthält eine Reihe von Karten, die den funktionalen Wert der lokalen Grünelemente und ihrer Leistungen widerspiegeln. Sie zeigen die räumliche Verteilung des Werts der gesamten Landschaftsleistungen in jeder Projektregion. Es handelt sich um den Gesamtwert von regulierenden Leistungen, wie zum Beispiel Klima- und Wasserregulierung, Lebensraumfunktionen, Produktionsleistungen, wie zum Beispiel Nahrung und Rohstoffe, Informationsleistungen, wie zum Beispiel Erholung und Bildung, sowie Trägerleistungen, wie touristische Aktivitäten oder Transport. Die Karten zur Funktionalität und den Landschaftsleistungen können als Basisinformation für weitere Analysen und Bewertungen bestimmter Elemente grüner Infrastruktur und zur Verbesserung ihres ökologischen Wertes dienen. Im östlichen Waldviertel und westlichen Weinviertel zeigen vor allem Laubwälder die höchste Kapazität zur Bereitstellung verschiedener Ökosystemleistungen. Im Weinviertel ist hier besonders der Ernstbrunner bzw. Hollerbrunner Wald, das größte geschlossene Eichenmischwaldgebiet Mitteleuropas, zu nennen. Im Gegensatz dazu sind das Waldviertel im Westen und die Umgebung des Mannertsberges stärker durch Nadelwaldbestände in Form von Fichtenmonokultur bewaldet. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Projektregion zeigen insgesamt nur wenig Multifunktionalität. Grüne Infrastruktur ist in diesen strukturarmen, ausgeräumten Bereichen nur wenig vorhanden. Wertet diese intensiv genutzten Agrarflächen dennoch auf, zum Beispiel in Form von Gewässern und Ufergehölzstreifen, Hecken, Windschutzgürtel, Feldgehölzen, Wiesen und Rainen. Der Nationalpark Theiertal stellt mit seinen Laubmischwäldern ein wesentliches Element grüner Infrastruktur im Untersuchungsgebiet dar. Er weist eine sehr hohe Kapazität hinsichtlich der Regulierungsfunktionen, wie zum Beispiel Frischluft, Wasserspeicherung oder Schutz vor Erosion, auf. Mit dieser Detailgenauigkeit sind auch die Nadelwaldflächen in der unmittelbaren Umgebung sichtbar, die eine geringere Regulationsfunktionskapazität aufweisen als der Laubmischwald. Bei mittlerer Kapazität machen sich die Wiesen und Heideflächen in der Umgebung bemerkbar, die eine wichtige Rolle in Bezug auf die Konnektivität spielen. Außerdem wird eine fehlende Pufferzone um das Schutzgebiet offensichtlich, da die Kapazität vielerorts von einer sehr hohen direkt auf eine sehr niedrige Kapazität der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen abfällt. Im dritten Arbeitspaket entwickelten die Projektpartner konkrete Strategien und Aktionspläne für die Umsetzung grüner Infrastruktur und machten Vorschläge für entsprechende Investitionen in Grünräume.
Im Sommer organisiert Anna eine gemeinschaftliche Aktion zur Schaffung neuer Grünelemente im vernachlässigten Park am Fluss. Die Aktion wird von Menschen unterstützt, die sich eine lebenswertere Stadt wünschen. Sie pflanzen Bäume und Sträucher, um die urbane Kühlungsfunktion zu verbessern. Auf der Verbindungsfläche zwischen Park und Fluss schaffen sie Bärensträucher und Gemüsebeete. Mit dem neuen Fahrradweg entlang des Flusses haben die Menschen mehr Erholungsmöglichkeiten. Der Park ist zu einem beliebten Ort im urbanen Netzwerk grüner Infrastruktur geworden. Und das ist erst der Anfang. Da ist sich Anna sicher. Das im Arbeitspaket 3 erstellte Handbuch ist ein Instrument zur Unterstützung der lokalen Planung und führt die Leserin und den Leser durch den Prozess der Strategieentwicklung für grüne Infrastruktur. Es zeigt die räumlichen, strategischen und politischen Anhaltspunkte für die Anwendung des Planungsansatzes der grünen Infrastruktur auf. Die Ergebnisse der räumlichen und funktionalen Bewertungen werden hier mit einer Analyse des öffentlichen Nutzens zusammengedacht. Bei der Analyse wurden quantitative und qualitative Methoden mit der Beteiligung von regionalen Akteuren angewendet. Die Publikation illustriert, wie jede Projektregion auf der Grundlage der durchgeführten Analysen ihre individuelle Strategie für grüne Infrastruktur entwickelt hat. Die Nutzerinnen und Nutzer des Handbuches bekommen Anregungen, wie sie in ihrem eigenen Umfeld Strategien für vernetzte Grünräume etablieren können, um den regionalen Bedarf an grüner Infrastruktur zu decken und die damit verbundenen Benefits zu maximieren. Auf der Grundlage des Handbuchs zur Erstellung von Strategien für grüne Infrastruktur erarbeiteten die Projektpartner lokale Handlungsempfehlungen und Aktionspläne in den neuen Projektregionen. Dabei verfolgt jede Region ihre eigenen spezifischen Bedarfe an und Möglichkeiten zur Entwicklung grüner Infrastruktur. Die Strategiekarte für grüne Infrastruktur im östlichen Wald und westlichen Weinviertel zeigt mehrere thematische Schwerpunkte für Maßnahmen. Ackerbaudominierte Kulturlandschaft, Waldökosysteme, Gewässer- und Feuchtlebensräume, Obst- und Weinbaukomplexe, Trockenrasen, Wiesen und Weiden sowie siedlungsnahe Grünflächen und Infrastruktur. Besonders die intensive und ausgeräumte Agrarlandschaft als vorherrschender Nutzungstyp in der Projektregion zeigt derzeit nur geringe Ausstattung mit und Konnektivität von Grüninfrastruktur. Die Strategien und Maßnahmen für die Wiedervernetzung und Verbesserung der grünen Infrastruktur spiegeln daher die besonderen Ansprüche an diese Kulturlandschaft wider. Der Nationalpark Theiertal möchte die ökologische Funktionalität der Region auf einem hohen Niveau halten und weiter fördern. Damit werden auch Pläne zur Lebensraumvernetzung für diverse Tierarten erstellt. Die Strategien und Maßnahmen für eine Verbesserung der grünen Infrastruktur im Nationalpark zielen auf die Planung von Migrationskorridoren für die europäische Wildkatze ab, die in Österreich als ausgestorben gilt, deren Rückkehr jedoch über Lebensraumvernetzung und einen funktionalen Naturraum gefördert wird. Die Strategie- und Aktionspläne liefern wichtige Informationen für zukünftige Planungen und Investitionen in grüne Infrastruktur in den Projektregionen. In der Projektregion Östliches Wald und Westliches Weinviertel erfordert die komplexe Verzahnung der unterschiedlichen Landschaften breit gefächerte und abgestufte Strategien und Maßnahmen. Während in der ackerbaudominierten Kulturlandschaft vor allem die Wiedereinräumung mit Landschaftselementen wie Hecken, Feldrainen oder Blühstreifen eine wichtige Handlungsempfehlung darstellt, können Waldökosysteme durch einen klimagerechten Waldumbau mit standortgerechten Baumarten und die Ausweisung von Naturwaldreservaten verbessert und erhalten werden. In einer der niederschlagsärmsten Regionen Österreichs kommt Gewässern und Feuchtlebensräumen große Bedeutung zu. Durch die Schaffung von Retentions- und Pufferräumen, Gewässeraufweitung, Förderung von Kleingewässern sowie Erhöhung der Strukturvielfalt in Flussbetten und Uferbereichen können unter anderem ökologische Aufwertung, Anhebung des Grundwasserspiegels und Hochwasserschutz kombiniert werden. Grüne Infrastruktur in Bereichen der Obst- und Weinbaukomplexe kann vor allem durch den Erhalt von und die Rückbesinnung auf die traditionelle, kleinstrukturierte Kulturlandschaft und ihren zahlreichen Zwischenstrukturen wie Böschungen, Baumzeilen und Einzelbäumen abgesichert und verbessert werden. Dies gilt auch für die verbliebenen Trockenrasen, Wiesen und Weiden, die als verstreute Restflächen innerhalb der intensiv genutzten Kulturlandschaft besonders durch Verbuschung und Verbrachung bedroht sind. Durch gezielte Pflege und Wiederaufnahme traditioneller Nutzungsformen wie Maat und Beweidung können diese artenreichen Lebensräume als wertvolle Elemente der regionalen grünen Infrastruktur dauerhaft erhalten werden.
Verbesserungsmaßnahmen für siedlungsnahe Grünflächen wie Hausgärten und Parks sowie Begleitflächen von Straßen- und Schieneninfrastruktur als Elemente der grünen Infrastruktur im direkten Lebensumfeld der Bevölkerung der Projektregion bieten die Möglichkeit, die Umweltbedingungen in den Dörfern und Städten zu verbessern und die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. Neben den naturnahen Waldflächen des Nationalparks Theiertal spielen vor allem die Wiesen und Heiden eine wichtige Rolle beim Erhalt der Artenvielfalt und dem Strukturreichtum in der Region. Um diese besonderen und seltenen Flächen offen zu halten, wird auf naturnahe Beweidungsmaßnahmen gesetzt. Zum Beispiel hier mit Hilfe von schottischen Exmoor-Ponys im Einsatz auf der tschechischen Seite des Nationalparks. Alle in diesem Webinar vorgestellten Projektergebnisse sind auch in englischer, tschechischer, italienischer und polnischer Sprache verfügbar. Sie können von der Projektwebseite heruntergeladen werden.